Die 19-jährige Mia Marcano wurde in Pembroke Pines, Florida, als Tochter der Eltern Marlon und Emma geboren. Sie hatte noch einen kleinen Bruder, Marlon Jr., den sie Manchi nannte. Ihre Eltern hatten sich getrennt, als sie noch klein war, aber sie blieben alle eng verbunden und Mia und Marlon Jr. verstanden sich auch gut mit ihrer Stiefmutter Giselle. Mia wurde als ehrgeizig und abenteuerlustig beschrieben, als loyale und beschützende Person, insbesondere wenn es um ihren Bruder ging. Ihre Familie sagte, dass sie eine große Energie hatte, zu der sich die Menschen einfach hingezogen fühlten. Als es an der Zeit war, ihre Pläne nach der Highschool zu konkretisieren, war es für sie ein Muss, in Florida zu bleiben. Sie liebte ihr Leben dort und entschied sich für die Universität von Zentralflorida, bevor sie dann an das Valencia College zog, um dort einen Bachelor of Arts zu erwerben. Später wollte sie dann eine Ausbildung in Sportmedizin oder Physiotherapie machen. Die kreativen Künste waren schon immer ihre große Leidenschaft, ebenso wie Mode und Design, und sie war ein fester Bestandteil der örtlichen Karnevalstiftung. Auch hier war der Sunshine State ein großartiger Ort für alles, was mit Festivals, Messen, Essen und Spaß zu tun hatte. Das perfekte Zuhause für Mia. Während ihres Studiums wohnte sie im Apartmentkomplex Arden Villas, in dem die überwiegende Mehrheit der Bewohner Kommilitonen waren. Und als sie auch noch einen Job in dieser Anlage bekam, bei dem sie half, diese Apartments zu vermieten, war das eine Win-Win-Situation, denn so musste sie nicht wegfahren und konnte das Studium problemlos mit dem Job verbinden. Sie war nun eine Flugstunde von ihrer Familie entfernt und flog oft zurück, um sich auf den neuesten Stand zu bringen, so dass sie nie lange ohne sie auskommen musste. Am 24. September 2021 wollte Mia für das Wochenende einen Flug nach Hause nehmen. Aber als sie keine SMS schickte, um mitzuteilen, dass sie am Flughafen angekommen war oder in ihr Flugzeug reinstieg, läuteten die Alarmglocken. Normalerweise wäre das eine ganz natürliche Sache gewesen und Mia stand immer in Kontakt mit ihrer Familie. Es war nun Stunden später und lange nach der geplanten Ankunftszeit, aber sie stieg nie aus dem Flugzeug aus. Als es an diesem Freitagabend gegen 21.30 Uhr war, konnte ihre Familie nicht mehr nachvollziehen, warum sie nicht ans Telefon ging. Sie meldeten es der Polizei und beantragten eine Überprüfung des Wohlergehens. Der Hilfs-Sheriff Samir Paolino ging zu den Arden Villas und kam um 22.02 Uhr an, aber es war niemand da. Er stellte fest, dass von außen nichts Ungewöhnliches zu sehen war und ihm nichts auffiel, was nicht in Ordnung war. Er wartete auf ihre Mitbewohnerin und kam schließlich herein. Sie klopften an Mias Schlafzimmer, aber es wurde immer noch nicht geöffnet, und als sie versuchten, die Tür aufzumachen, war offensichtlich, dass sie von innen verschlossen war. Der Polizeibeamte schaute dann durch ihr Fenster und sah einen kleinen Bücherschrank vor ihrer Tür. Schließlich gelang es ihm, das Fenster zu öffnen und hineinzukommen. Ihr Zimmer bot ein beunruhigendes Bild. Alles war durcheinander und rote Flecken bedeckten die Kissen. Ihre Bettwäsche lag überall herum und ihr Gepäck, das sie zum Flughafen mitnehmen wollte, lag auf ihrem Schreibtisch. Ihr Vater Marlon hatte ihre Fenster mit zusätzlichen Schlössern gesichert, aber diese waren abgebrochen. Auch einige ihrer Schmuckstücke waren zerbrochen. Da es keinerlei Hinweise darauf gab, wo sie sich aufhielt, gab es viel zu besprechen. Obwohl der Zustand der Wohnung besorgniserregend war, besprach Deputy Paolino den Fall mit seinem Vorgesetzten Corporal Dale, aber keiner von beiden informierte die Kriminalpolizei. Paolino verließ auch den Tatort, um andere Anrufe zu beantworten, ohne jemanden über die Beweise für ein mögliches Verbrechen zu informieren, die er in der Wohnung gefunden hatte. Ihre Mitbewohnerin war verärgert und besorgt und gab der Polizei schnell einen Namen. Mia hatte kürzlich unerwünschte Aufmerksamkeit von einem Wartungsarbeiter in der Wohnanlage erhalten.
Er wurde immer aufdringlicher, so dass Mia sich sehr unwohl fühlte. Bei dem Mann handelte es sich um den 27-jährigen Armando Caballero, der seit Juni desselben Jahres in dem Apartmentkomplex arbeitete. Immer mehr Leute bestätigten, was ihre Mitbewohnerin sagte und gaben an, Ähnliches beobachtet zu haben. Wie es sich anhörte, war Armando von der 19-Jährigen besessen und fand ständig Wege, mit ihr zu reden und sie um ein Date zu bitten. Sie hatte ihn so oft abgewiesen, dass sie nun fast Angst vor der ganzen Situation hatte. Er schickte ihr sogar $700 über eine Geld-App, weil sie hübsch sei. Sie schickte das Geld sofort zurück, wusste aber nicht mehr, was sie tun sollte, außer zu versuchen, ihn zu ignorieren. Andere Frauen in der Anlage hatten Probleme mit Armando und die Polizei erhielt plötzlich viele ähnliche Informationen über ihn. Eine andere Frau, die in den Zabal Club Apartments lebte, erzählte den Ermittlern später, dass er ihr im März 2021 eine Nachricht geschrieben und um ein Date gebeten hatte. Sie war sich nicht sicher, hatte aber trotzdem zugestimmt, mit ihm auszugehen. Als er jedoch darum bat, sich früher mit ihr zu treffen, sagte sie, dass sie das nicht könne und er war nicht glücklich. Danach wurde mitten in der Nacht ein Gewicht gegen ihr Fenster geworfen. Sie sagte, dass sie sich angesichts seines Verhaltens sicher war, dass er es war, und rief die Polizei. Die Polizei nahm den Fall auf und führte einige Durchsuchungen durch, aber letztendlich wurde der Fall zu den Akten gelegt und er wurde nicht angeklagt. Nur ein paar Monate später arbeitete Armando in den Aden Villas. Als Mias Familie gegen 3 Uhr morgens eintraf, um bei der Durchsuchung zu helfen, wiesen sie den Hilfs-Sheriff Paulino auf mehrere Dinge hin, von denen sie befürchteten, dass sie ihm nicht auffielen. Eines davon war ein gelbes Teppichmesser unter dem Bett und auch ihr Teddybär aus Kindertagen, den sie laut ihrer Familie auf jede Reise mitnehmen würde, egal wie kurz diese auch sein mochte, war dort. Um 4 Uhr morgens, eine Stunde später, tauchte ein bekanntes Gesicht mit seinem Mitbewohner vor Mias Wohnung auf, Armando selbst. Mittlerweile war es kurz vor 5 Uhr. Armando hatte Feierabend und keinen Grund, dort aufzutauchen. Mias Familie hatte genug über ihn gehört, um genau zu wissen, wer er war. Die Tatsache, dass er ohne Grund dort war, beunruhigte sie sehr. Warum mischte er sich in diese Angelegenheiten ein? Die Polizisten fragten ihn, ob er wisse, was los sei, und er antwortete, dass er mit einer Kollegin, Tatjana, telefoniert habe, die ihn darüber angeblich informiert habe, dass Mia vermisst werde, weshalb er dort sei. Ihre engsten Freundinnen, die in der Wohnanlage lebten, befanden sich alle schon früh bei ihnen. Und niemand außer ihm kannte eine Tatjana. Mias Familie wusste, dass mehr dahinter steckte, vor allem angesichts dessen, was sie von Mia gehört hatten, und sie wollten antworten. Er stritt jedoch alle Anschuldigungen ab. Er sagte dem Beamten, dass er sie vor ihrem Verschwinden nicht in der Wohnanlage gesehen habe. Es sei Stunden zuvor gewesen und er habe nichts weiter zu sagen. Die Ermittler sahen keinen Grund, weiter mit ihm zu sprechen, geschweige denn, ihn zu verhaften. Und damit verließ Armando die Wohnanlage. Eine Hintergrundüberprüfung ergab, dass er ein verurteilter Straftäter war, der 2017 wegen schwerer Tätlichkeit mit einer Waffe verurteilt wurde. Bereits 2013 wurde er wegen der Verwendung eines zerstörerischen Geräts, das zu Sachschäden führte, und das Benutzen einer Waffe auf dem Schulgelände verhaftet. Die Hilfs-Sheriff des Volk County wurden auf den Campus der Warner Universität gerufen, nachdem gemeldet wurde, dass in einem Wohnheim eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung hochgegangen sei. Dem Bericht zufolge hatte Armando zugegeben, den improvisierten Gegenstand als Streich für andere Bewohner des Wohnheims verwendet zu haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Dem Sicherheitsbeamten, der auf dem Gelände arbeitete, gelang es, mit Klebeband Fingerabdrücke von Mias Fenster zu nehmen, aber Deputy Paulino nahm sie nicht mit, da es sich seiner Meinung nach nicht um einen Fall mit hoher Priorität handelte und er das Klebeband behalten konnte. Derselbe Wachmann hatte auch einen Schraubenzieher und eine Handyhülle auf dem Rücksitz von Armandos Auto bemerkt, aber ohne Durchsuchungsbefehl konnten sie es nicht öffnen und durchsuchen. Ein anderer Polizist wurde bald über Mias Fall informiert und ging auf Wunsch ihrer Tante zur Wohnung. Er war sehr beunruhigt über das, was er sah und hörte, und benachrichtigte sofort einen Ermittler für vermisste Personen, woraufhin schnell eine formelle Untersuchung eingeleitet worden. Es war jetzt der 25. September, 8.47 Uhr morgens. Die Ermittler erhielten einen Anruf von Mias Familie, die sagte, es sei notwendig, zu Armandos Wohnung zu fahren. Noch immer beunruhigt von ihm und überzeugt, dass er mehr wusste, hatten sie mit einer eigenen verdeckten Überwachung begonnen und ihn von ihrem Auto aus beobachtet. Sie sahen, wie er mit einem Handschuh, einem Rucksack und einer rosa Decke nach draußen kam, einer Decke, von der sie wussten, dass sie sie kannten. Als die Polizei eintraf, erlaubte Armando der Familie von Mia unter Aufsicht der Polizei in die Wohnung zu kommen, um sich dort umzusehen. Allerdings durfte nichts berührt oder bewegt werden und die Behörden konnten nur zuschauen, da sie keinen ordnungsgemäßen Durchsuchungsbefehl hatten. Um 15 Uhr verließ Armando seine Wohnung. Und nur anderthalb Stunden später bestätigte die Polizei, dass er nun tatsächlich als Verdächtiger im Fall des Verschwindens von Mia Marcano galt. Die Behörden bemühten sich um einen ordnungsgemäßen Durchsuchungsbefehl, der etwas mehr als 24 Stunden nach Mias Verschwinden endlich genehmigt wurde. Daraufhin verschwand zu jedermanns Überraschung auch Armando. War es möglich, dass Mia gegen ihren Willen festgehalten wurde und er sie treffen oder an einen anderen Ort bringen wollte, vielleicht sogar auf der Flucht war? Die Polizei wusste es einfach nicht. Mit einem verzweifelten Aufruf wurde um Hilfe gebeten, die 19-jährige Mia Marcano nach Hause zu bringen. Ihre Familie hoffte, dass sie noch am Leben und wohlauf war. Hunderte von Freiwilligen beteiligten sich nun an der Suche und kilometerweit wurde das Gebiet durchkämmt, aber es gab immer noch keine Spur von Mia. Die Analyse von Mias Wohneinheit ergab, dass um 14.14 Uhr, nur 3 Stunden bevor sie zuletzt gesehen wurde, ein Generalschlüssel in ihre Wohneinheit gesummt hatte, aber es war nicht ihr Schlüssel. Dieser Anhänger gehörte niemand anderem als Armando. Weitere Überprüfungen ergaben, dass er um 16.34 Uhr erneut Zugang zu ihrer Wohnung hatte. Daraufhin kam Mia in ihre Wohneinheit, um ihre Tasche zu holen und zum Flughafen zu eilen, eine Reise, von der man wusste, dass sie diese nie angetreten war. Dies schien darauf hinzudeuten, dass Armando in Mias Wohnung war und auf sie wartete, als sie nach Hause kam, und um 17.52 Uhr wurde Armandos Fahrzeug beim Verlassen der Aden-Villas gesichtet. Das letzte und unheimliche Bild, wie sie an diesem Nachmittag in ihre Wohnung ging, war nun zutiefst beunruhigend, da die Polizei nun wusste, in was sie da hineinging. Ihre Mutter sagte, sie hätte das Bild angeschrien, sie angefleht, nicht hineinzugehen und sich gewünscht, dass etwas sie hätte ablenken oder sie hätte umkehren lassen können. Am 27. September hatte die Polizei genug in der Hand, um Armando wegen des Verdachts auf Einbruchsdiebstahl zu verhaften. Sie wussten nun, dass mehr dahinter steckte, aber sie hatten noch nicht genug, um Anklage zu erheben. Doch bevor die Verhaftung stattfinden konnte, kam es zu einem unerwarteten Anruf, der alle schockierte und alles veränderte. Der 27-jährige Armando Caballero hatte sich selbst ums Leben gebracht. Dies alles kam sehr schnell ans Licht, und da Armando nun verstorben war, bestand die Sorge, dass sie Mia nie finden oder zu einem Ergebnis kommen würden.
Die Suche musste hauptsächlich anhand von Armandos Telefondaten fortgesetzt werden und dadurch konnten sie allmählich Antworten erhalten. Um 19.01 Uhr, etwa 2 Stunden nachdem Mia zuletzt gesehen wurde, hatte Armando einen Wartungsanruf getätigt, einen Anruf für Mias Wohneinheit, ein Anruf, der sich schnell als völlig falsch herausstellte und nicht von Mia oder ihren Mitbewohnern angefordert worden war. Um 19.11 Uhr, nur 10 Minuten später, kontaktierte Armando das Personal des Apartments Büros und bat darum, an den Toren des Komplexes eingelassen zu werden. Und dann, 5 Minuten später, wurde Mias Schlüsselanhänger an ihrer Wohneinheit gescannt, aber niemand betrat die Wohnung. Sie konnten nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich um Armando handelte, aber sie wussten, dass es definitiv nicht Mia war. Kurze Zeit später, um 19.40 Uhr, verließ Armando den Komplex wieder in seinem Auto. Eine genauere Analyse seines Telefons ergab, dass er sich am Abend, an dem Mia verschwand, in der Nähe von Timberscan aufhielt, an dem Ort, an dem er früher gelebt hatte. An diesem Tag hielt er sich dort 20 Minuten lang auf, bevor er wieder ging. In der Gegend gab es viele verlassene Häuser und mit Brettern vernagelte Gebäude und die Bewohner sagten, dass es sich dort immer unsicher und beängstigend anfühlte. Wenn Armando früher dort gewohnt hatte, warum musste er dann wieder dorthin zurückkehren? Und das für nur 20 Minuten. Ein Teil seines alten Wohnkomplexes war inzwischen völlig verfallen und es gab ein großes Waldgebiet, das diesen umgab. Die Suchaktionen waren enorm gewesen und hatten sich über viele Meilen erstreckt, aber jetzt hatten sie das Gefühl, dass sie einen Ort hatten, auf den sie sich konzentrieren konnten. Sie verlegten ihre Suchbemühungen dorthin und auch das FBI war nun beteiligt. Familie und Freunde beteten immer noch, dass sie irgendwo am Leben war. Obwohl es nicht gut aussah, hatten sie immer noch Hoffnungen und klammerten sich an alles, was sie konnten. Es gab ein enormes Interesse an diesem Fall, sowohl in Zentralflorida als auch darüber hinaus. Am Samstag, dem 2. Oktober 2021, wurde nach einer Woche der Suche, etwa 18 Meilen von Arden Villas entfernt, in einem verlassenen Teil des Timberscan Apartments eine schlimme Entdeckung gemacht. Mia wurde mit schwarzem Klebeband an Händen und Füßen gebunden aufgefunden und auch ihr Mund war mit Klebeband bedeckt. Sie trug Jeans, ihren BH und einen Bademantel. Ihre Tasche befand sich in der Nähe und darin befand sich das Hemd, das sie zuletzt getragen hatte und ihr Ausweis. Eine Autopsie sollte später bestätigen, dass sie durch einen Mord mit unbestimmten Mitteln verstorben war, aber aufgrund der Verwesung konnte nichts anderes festgestellt werden. Der Bericht stellte auch fest, dass es keine erkennbaren Anzeichen für ein Trauma und keine Anzeichen für eine Schändung gab. Und die Tests von dem Ort, an dem Armandos Körper gefunden wurde, bestätigten ebenfalls das Vorhandensein von Mias Blut und Haaren. Das gleiche schwarze Klebeband, das um Mias Körper gefunden wurde, wurde auch in seinem Auto gefunden. Sie stellten auch fest, dass 2 Male an seinem Finger mit Bissspuren übereinstimmten und er hatte weitere Male an seinem Körper, die zeigten, dass er erst kürzlich in einem Handgemenge verwickelt war. So schnell wie alles passiert war, hatte es nun plötzlich ein schmerzhaftes Ende, aber niemand hatte eine Antwort. Was an diesem Tag in ihrer Wohnung geschah, wird nun für immer ein Geheimnis bleiben und jede Chance auf Aufklärung ist für immer verloren. Die anderen Bewohner ihres Wohnkomplexes waren entsetzt, vor allem, weil sie schon seit Ewigkeiten Sicherheitsbedenken angemeldet hatten. Was Mia widerfahren war, war der schlimmste Albtraum aller und sie alle fühlten sich in vielerlei Hinsicht im Stich gelassen. Am 15. Oktober wurde Mia bei einer Beerdigung beigesetzt, zu der über 2000 Menschen erschienen und tausende andere den Livestream verfolgten. Die Trauergemeinde, die Mias Lieblingsfarbe blau trug, füllte diese Kirche in Südflorida, um zu trauern und gleichzeitig ihr kurzes, aber kraftvolles Leben zu feiern.
Die Folgen dieses Falls waren massiv und es wurden zahlreiche Maßnahmen auf verschiedene Weise eingeleitet. Bei zwei Deputies, die an der Untersuchung mitgearbeitet hatten, wurde ein Verstoß gegen die Richtlinien der Abteilung festgestellt. Es wurde festgestellt, dass Deputy Samir Paulino bei der Untersuchung der Wohnung nicht das richtige Verfahren befolgte und bestimmte Details wie das Blut auf den Kissen oder den kaputten Schmuck nicht an seinen Vorgesetzten meldete. Aufgrund dieser Fehler wurde Mia als freiwillig vermisste Person und nicht als vermisste gefährdete Person registriert. Und so wurde die Kriminalpolizei weder von ihm noch von seinem Vorgesetzten benachrichtigt. Rick Raymond, ein ehemaliger Polizeibeamter und jetzt Privatdetektiv, sagte, dass seiner Meinung nach genügend Warnsignale hätten ausgelöst werden müssen, als Armando an diesem Morgen auftauchte. Im Fall des Verschwindens von Mia Marcano erkannten die Vorgesetzten in der Befehlskette des zuständigen Deputies, dass es ihm an Dringlichkeit mangelte und baten darum, seine Rolle und die Rolle seines Unteroffiziers in der ersten Stunde des Vorfalls von einer Abteilung für professionelle Standards untersuchen zu lassen. Das Büro des Sheriffs gab an, dass Deputy Paulino als Disziplinarmaßnahme 150 Stunden unbezahlten Urlaub erhielt und auch sein Vorgesetzter Unteroffizier Kenneth Dale gegen die Richtlinien der Abteilung verstoßen hatte. Er erhielt eine 10-stündige unbezahlte Suspendierung als Disziplinarmaßnahme. Im März 2022 veröffentlichte die Polizei ihren Abschlussbericht über Mias Verschwinden und ihr Ableben. Er war über 100 Seiten lang und enthielt alles, was sie über Armando Caballero hatten und warum er der einzige Verdächtige in ihrem Fall war und immer noch ist. Mias Familie reichte eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen die Wohnanlage und eine weitere Klage gegen das Büro der Sheriffs von Orange County ein, in der sie behauptete, die Abteilung habe ihren Fall nachlässig behandelt und ihr Zimmer nicht als Tatort behandelt. Die Wohnanlage Arden Villas veröffentlichte daraufhin eine Stellungnahme, in der es hieß, um sicherzustellen, dass so etwas in Arden Villas nicht noch einmal passiert, ergreifen wir zahlreiche proaktive Maßnahmen, um unsere Sicherheitsprotokolle zu verbessern. Wir sind dabei, unser gesamtes Sicherheitssystem zu überprüfen und werden gegebenenfalls Änderungen oder Verbesserungen vornehmen. Sie sagten, dass Armando von einem nationalen Anbieter für Hintergrundüberprüfung überprüft wurde und keine Anzeichen und Aufzeichnungen über Einbrüche oder Schändungen gegen ihn gefunden wurden. Aber Mias Familie sagte, dass die Wohnanlage nicht einmal bestätigt hatte, dass sie vermisst wurde und sich nicht bei ihnen gemeldet hatte und es dauerte mehrere Tage, bis sie eine Erklärung über jemanden abgaben, der nicht nur dort lebte, sondern auch ihr Kollege und ihr Freund war. Die Familie hofft, dass sie durch die Klage Antworten auf die zahlreichen unbeantworteten Fragen und echte Veränderungen erreichen kann, sagte der Anwalt der Marcanos, Daryl Washington. Er fügte hinzu, dass Mias Familie glaubt, dass andere Menschen Armando bei dem Mord an Mia hätten helfen können und kritisierte auch die Vorgehensweise der Abteilung in Mias Fall. Die Familie Marcano gab an, keine Berichte oder Aufzeichnungen über die Ermittlungen der Sheriffsbüros erhalten zu haben, aber Sheriff Mina sagte, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Viele Anwohner protestierten gegen Arden Villas und es wurden offene Briefe an sie geschrieben, in denen detailliert beschrieben wurde, wie unsicher sich der Komplex anfühlte und wie viele Probleme es gab, die bislang vor dem Verschwinden von Mia zurückreichten. Es wurde auf fehlende Kameras, mangelnde Sicherheit, schlechte Beleuchtung und schreckliche Instandhaltung hingewiesen und Orte wie der Parkplatz hatten keine einzige Kamera und waren sehr schlecht beleuchtet. Die von Mias Familie gegen Arden Villas eingereichte Klage wurde letztendlich beigelegt. Zu Ehren ihres 20. Geburtstags wurde die verstorbene Jugendliche besonders geehrt, indem ihre Familie einen Schlüssel für die Stadt Pembroke Pines erhielt. Ihr Geburtstag wurde außerdem offiziell zu Mia Marcano Tag erklärt. Im Juni 2022 wurde Mias Gesetz, auch bekannt als Senatsentwurf 898, unterzeichnet.
Es besagt, dass Immobilienbesitzer eine Hintergrundprüfung aller potenzieller Mitarbeiter durchführen müssen. Personen mit einer kriminellen Vergangenheit oder Personen, die als Straftäter aufgeführt sind, sind nicht zugelassen. Außerdem muss ein Protokoll geführt werden, in dem die Schlüssel jeder Einheit erfasst werden. Wenn Wartungsarbeiten den Zugang zu einer Einheit erfordern, muss der Mieter 24 Stunden im Voraus benachrichtigt werden, anstatt wie bisher 12 Stunden. Ihre Familie gründete die Mia Makano Foundation, deren Ziel es ist, Familien vermisster Personen zu unterstützen, aufzuklären und Ressourcen bereitzustellen, während sie sich für den Schutz von Schülern und den Schwächsten einsetzt. Sie helfen oft auch bei der Suche nach anderen vermissten Personen und bieten Familien, die das Gleiche durchmachen, Unterstützung an. Sie haben viele dringend benötigte Änderungen vorgenommen und arbeiteten unermüdlich daran, diese Änderungen fortzusetzen. Als Mia Makano am 24. September 2021 ihren Flug nach Hause buchte, um ihre Familie zu sehen, war dies nichts anderes als ein ganz normaler Besuch. Was in so kurzer Zeit so schnell passiert ist, wird alle, die sie kannten, für immer verfolgen.